gut, die Entwicklung geht eigentlich seit 10 Jahren stetig aufwärts. Ich denke, das ist zurückzuführen zu wirklich guter Jugendarbeit, die auch seit 10, 12 Jahren gemacht wird. Das ganze Konzept wurde geändert. Trotzdem, dass wir so ein kleines Land sind, bringen wir immer wieder gute Spieler raus. Die Liga in der Schweiz ist eigentlich gut für junge Spieler. Die können zuerst ihre ersten 50, 70 oder sogar 100 Spiele in der Schweiz machen und sich da präsentieren, um dann in die großen europäischen Ligen zu gehen. Und das hat natürlich auch positive Auswirkungen auf die Nationalmannschaft. Ich denke, es geht aufwärts und auch momentan ist schon sehr viel Potenzial da und die Mannschaft ist noch sehr jung. Also die Stärken der aktuellen Nationalmannschaft, die sind ein bisschen anders als unsere damals noch vor 6, 7, 8 Jahren. Wir waren wirklich viele Schweizer, wirklich Schweizer Bürger, Nationalspieler, sehr diszipliniert, sehr, ja, einfach wie die Schweizer funktionieren. Wir hatten aber weniger Kreativität. Heutzutage gibt es viele Spieler mit Migrationshintergrund, die bringen diese Spur Kreativität rein, diese Spur Verrücktheit auch rein. Ich denke an Shaqiris, an Xhakas, an Gemailis, wirklich gute Spieler im Offensivbereich. Und momentan hat es einfach eine gute Mischung aus disziplinierten Defensivspielern und doch relativ talentierten Offensivspielern im Team. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren noch kommen, wenn ich so sehe, was da im Schweizer Fußballnachwuchs noch momentan entwickelt wird. Einen großen zu der aktuellen Nationalmannschaft natürlich, weil er diese Mannschaft auch geprägt hat die letzten Jahre. Er hat, denke ich, auch diese Siegermentalität mitgebracht und auch ein bisschen eingeimpft. Diese Mentalität, die uns doch ein bisschen gefehlt hat früher, die hat er als deutscher Staatsbürger ein bisschen mitgebracht. Von der Bundesliga her, von seinen Vereinen, wo er in Dortmund war und auch bei München, hat er die in die Mannschaft reingegeben. Und ich denke schon, dass er dadurch der Schweiz viel geholfen hat. Die Bedeutung war schon sehr groß und ich glaube, das ging auch um die ganze Welt. Wenn so ein kleines Land wie die Schweiz Fußball-Weltmeister wird, auch wenn es nur U17 ist, aber das ist natürlich schon ein großer Erfolg. Es hat natürlich auch die ganze Nachwuchsarbeit, die getätigt wird, bestätigt. Man wird auch darin bestätigt, noch weiter zu arbeiten, noch akribischer zu werden, noch mehr zu investieren. Und es gibt natürlich für jeden jungen Spieler noch einen größeren Ansporn, eben Fußball zu spielen und dass es sich wirklich lohnt. Mittlerweile sind viele Spieler dieser Mannschaft, also viele, 5, 6 Spieler dieser Mannschaft sind im A-Nationalteam. Das ist relativ viel. Also auch wenn man Weltmeister wird mit der U17, heißt das nicht, dass die 11 Spieler dann alle den Sprung schaffen. Das ist noch ein weiter Weg. Aber es sind doch im letzten Länderspiel, glaube ich, 4 bis 5 Spieler dabei gewesen. Die Mannschaft wird sich noch weiterentwickeln, weil sie eben noch jung ist. Also es hat ein paar Spieler drin, wie Philipp Senderos, Johan Juru, die gewisse Erfahrung mitbringen, die auch gegen die 30 gehen. Wir haben aber eigentlich keine alten, sondern alten Spieler dabei. Sehr, sehr viele junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, die jetzt schon profitiert haben vom zum Teil Weltmeisterschaft 2010, WM 2014. Und ich denke, dass die für 2016 und 2018 noch viel mehr Erfahrung haben werden. Deswegen wird diese Mannschaft noch besser werden. Trotzdem muss die Erwartungshaltung der Schweiz immer realistisch sein. Wir sind ein kleines Fußballland und wenn wir die Gruppenphase überstehen bei einer EM oder bei einer WM, ist das sehr gut und danach ist meistens eher alles möglich. Aber es ist schon so, dass man gegen Argentinien eigentlich ein Topspiel gemacht hat, das Beste, und dann ist es auch umso bitterer, dass man dann ausscheidet.